Nun möchte ich unseren weiteren Gast begrüßen. Ich muss ihn eigentlich nicht weiter vorstellen. Der Parteivorsitzende der OPD, Rainer Stöbele. Abend. Herr Stöbele, Sie haben Ihren Eltern den Spiegel vors Gesicht gehalten und haben gesagt, seht, was ihr getrieben habt. Ja, wir waren damals jung und wütend, nicht? Und deshalb auch unsere Parole, Bürger, lass das Mausen sein, komm herunter, reih dich ein. Ja. Aus Ihrer Bewegung ging ja dann die OPD, die Onanistische Partei Deutschlands, hervor. Ja. Die inzwischen drittstärkste politische Kraft in diesem Land. Sehen Sie, als wir vor 30 Jahren auf die Straße gingen, nicht, da war der Kampf der Geschlechter, ja, der Krieg der Geschlechter noch in vollem Gange. Ja, aber... Wir haben diesen Krieg beendet. Wodurch? Durch Liebe zu uns selbst. Aber ich will doch keinen Krieg. Und wie wollen Sie Ihrem Kind einmal erklären, dass es dadurch entstanden ist, dass Sie sich in die inneren Angelegenheiten einer wildfremden Frau gemischt haben? Ja, das will ich Ihnen gerne erklären. Ja, aber da bin ich aber gespannt. Sie lassen mich ja nicht ausreden. Ich lasse mich nicht. Sie stellen mir eine Frage. Ich will antworten. Reden Sie doch hier. Sagen Sie doch den Zuschauern hier und draußen im Lande, wie Sie das angestellt haben. Was angestellt? Wie Sie diese Luise befruchtet haben. Körperlich. Körperlich befruchtet. Geben Sie zu. Sie sind auf ihr gelegt. Ja, also, Sagen Sie. Ja, ich bin auf Luise gelegen. Na und? Und? Sie hätte ersticken können. Zerquetscht. Zermalmt. Bei Ihrem Gewicht so eine Stellung. Aber was hat denn das mit Krieg zu tun? Haben Sie noch nie was vom Stellungskrieg gehört? Also ich möchte, ich möchte jetzt bitte noch mal auf die Sache mit der Zunge zurückkommen. Also vielleicht könnten Sie uns erklären, wie Sie das gemacht haben und... Sehen Sie, es gibt doch heute so wundervolle Dinge wie Telesex, Cybersex, ich darf noch den Slogan unserer letzten Bundestagswahl erinnern, nicht? Wenn ich heute doch noch komme, dann höchstens noch mit CD-ROM. Also ich möchte nun wirklich... Also ich will jetzt nochmal die Sache mit der Zunge aufgreifen, bitteschön. Würden Sie das unter Umständen nochmals tun? Ja, doch. Ah ja, und wahrscheinlich könnten Sie uns das vielleicht auch zeigen? Aber gern doch. Wahrscheinlich hielten Sie sich doch für den Mann. Nehmen wir doch in meine Garderobe. Dieses Konglomerat von Sekreten, Körpersäften und schleimigen Auswürfen, nicht? Dieses entmenschte Röckeln, zwei völlig willenlose Kreaturen. Das soll romantisch sein. Ich will sagen, was romantisch ist. Als ich jung war, die erst Liebesbriefe bekam. Von mir selbst, nicht? Das war romantisch, nicht? Wenn ich daran denke, wie lange ich da an mir rumbaggern musste, bis da mal was lief. Aber und ich war ja ganz schlimm. Und ich könnte mich niemals betrügen, denn ganz egal, mit wem es auch sei, denn ich wär ja immer dabei. Sehr gerne alleine. Genieße die Freiheit, die ich meine. Denn bei Homos und bei Heteros geht doch dauernd das Gezeter los. Schon der Gedanke, dass ich mich einmal verlieren kann. Schocken Sie mit! Lass eine andere, aber nur jeder mit sich selbst. Der einen Wind, der macht mich traurig. Ich hab es hier mit den Händen nach oben. Weil ich für die Erfüllung bin. Weil ich mir sage, nicht aus. Lass mir die Welt ohne mich. Was ist los? Denn euch bleib ich im Tanzloch.